Kontrahenten. Zunächst der Mann zu meiner Rechten in der blauen Ecke. 1,78 Meter groß. Ein Kampfgewicht von 100 Kilogramm. Böse Mann! Und ihm gegenüber in der roten Ecke. 1,97 Meter groß. Kampfgewicht 145 Kilogramm. Hier ist Manuelsen! Wir kämpfen 5 Runden, a 2 Minuten. Ich zähle nicht im Stehen an, denn ich sage Stopp, geht ihr bitte auseinander. Habt ihr Fragen? Dann bitte zurück. Manuelsen, der größte und schwerste Fighter auf der heutigen Kampfcard, bringt eine enorme Reichweite mit. Geht sofort mit dem langen Jab ins Gefecht. Bösemann steht noch draußen. Vorteil kompensieren. Er müsste es irgendwann über den Kampfgeist machen. Starke Treffer, die ersten zwei von Manuelsen, dritter Führhandtreffer. Hier kurzfristig vorbereitet haben. Er wird geklammert, Referee lässt lösen. Beginnt die Overhand. Das Spielmittel der Wahl, sicherlich auch zum Körper zu gehen von Manuelsen, der wenn dann am verwundbarsten scheint. Bösemann trifft mit der Overhand. Und wir starten auf das Zeichen des Referees mit der Runde 2. Manuelsen muss lang bleiben, muss technisch bleiben. Er muss hier den Boxkampf kämpfen. Er darf keine Schlägerei draus machen. Reichweitenvorteil, größten Vorteil, bessere Technik. Aber Bösemann mit viel Herz. Ja. Zwei gute Schlaghände und jetzt ist Manuelsen regelrecht aufgeweckt. Bösemann, kompakt, massiv, kräftig. Das ist die Arbeit, die Manuelsen braucht, mit der Führhand abfangen, denen er umgehen muss, mit denen er haushalten muss, die richtigen Weitbewegungen und dann in diesem kurzen Moment der Disbalance des Gegners, da muss er zustechen, da kommt er noch gar nicht hin. Der Bösemann schleudert gerade alles raus, was alles er im Köcher hat. Runde ringfrei. Bösemann geht zum Körper. Und dann abgekontert mit der langen Führung. Zweimal. Gefällt mir gut. Ja. Das sind die Stilmittel, die ihm helfen, die auf dem Punktezettel natürlich Eindruck hinterlassen. Körpertreffer von Bösemann. Eine Minute auch schon wieder rum in diesem Gefecht dieser dritten Runde. Manuelsen ist nicht ganz Herr dieser Situation. Und jetzt ist er angeschlagen. Jetzt ist er angeschlagen. Oh. Das ist die Überraschung schlechthin. Ein böser K.O. Referee lässt weiterlaufen. Eine riesen Überraschung bahnt sich hier an. Böser Mann setzt nach. Muss aufpassen, seine Energien nicht komplett zu verpulvern. Aber er hat die Oberwasser. Und meine Hälfte geht zu Boden. Nicht zu fassen. Eine Möglichkeit, die er überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat. Das Ergebnis unseres Main Events, Hauptkampfs bei der ersten Ausgabe der GNC Special Fight Series. Sieg in der dritten Runde durch Knockout für den Mann aus der blauen Ecke, für Bösemann! Das ist ja auch ein Ergebnis, an dem gibt es nichts zu rütteln. Sehr klare Entscheidung, die es jetzt von beiden Seiten zu